Hauptstadtsportler. Es ist mal wieder Weekend-Flashback-Time. Und bei diesem traumhaften Wetter, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, euch nochmal mit aufs Pferd zu nehmen. Weil in meinen Augen kann man den Tag nicht schöner verbringen. Ihr solltet auf jeden Fall auch rausgehen und den Tag nutzen, denn der Winter, okay, erstmal der Herbst, aber dann der Winter, die stehen schon vor der Tür. Und wer weiß, wie lange wir noch diese schönen Tage haben. Also geht raus und jetzt erzähle ich euch mal, was letztes Wochenende so los war. Am Samstag war ich wieder mal auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die ist mittlerweile irgendwie schon zu meinem zweiten Zuhause geworden. Und da standen zwei hochdotierte Highlights auf dem Programm. Zum einen der Jugendpreis 2019, der übrigens 1892 zum ersten Mal ausgetragen wurde und somit das älteste Zuchtrennen Deutschlands ist. Der wurde von Jaap van Rijn mit der zweijährigen Stute Namanga Bo gewonnen. Und zum anderen das Finale der Silberserie. Das entschied der Goldhelm Michael Nimczek mit Laurel Park für sich. Die Quoten für das vierte Rennen für die Platzierung 4 mit der Startnummer 4 aus der Besitzergemeinschaft. Und es geht auf die Zielgerade. Namanga Bo ist hier weit voraus. Namanga Bo, dahinter wird außen Winnetou Diamant eingesetzt, Wild West Diamant außen, kommt immer dichter heran. Namanga Bo noch nicht ganz sicher zu Hause, Namanga Bo immer noch mit drei Längen vorn. Namanga Bo gewinnt den Jugendpreis 2019. Zweiter wird Wild West Diamant auf Platz 3, Winnetou Diamant. Außerdem stand am Samstag noch der zweite Run and Bike Berlin auf dem Programm. Da ging es darum, in zweier Teams mit nur einem Fahrrad die 21 Kilometer durch den Tegeler Forst schnellstmöglich zu absolvieren. Sonntag gab es ein richtig spannendes Handballspiel beim VfL Potsdam gegen den HSV Hannover. Mit einem super knappen Endstand von 30:29 für die Potsdamer. Ich denke, dass in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kampf drin war. Weil wir wissen, dass wir das Ding drehen müssen. Und viele Sachen haben geklappt. Wir sind super in die zweite Halbzeit gestartet, drei schnelle Tore gemacht. Am Sonntag fanden die deutschen Teammeisterschaften vom Leichtathletikverband in den Altersklassen U16 und U20 statt. Das Ganze wurde im Stadion Lichterfelde ausgetragen und 8 Mannschaften pro Altersklasse und Geschlecht traten in den verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Beim dritten Event am Sonntag hieß es En Garde bei den Berlin Open Fechtmeisterschaften. Da gab es neben hochklassigen Gefechten außerdem noch eine Besucherbahn, bei der man selber mal in Fechtkleidung sich einem Gegner gegenüberstellen konnte. Direkt weiter hier auf Hauptstadtsport TV. Wir sind beim Grillabend Team Tokio. Was sich dahinter verbirgt, das seht ihr im Beitrag. Und außerdem war es auch mal wieder Zeit für einen Selbstversuch. Was das für ein Selbstversuch ist, das verrate ich nicht. Seid gespannt, der wird bald veröffentlicht. Das war's vom Hauptstadtsport TV Weekend Flashback und ihr wisst ja,
Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort.